Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Hallo Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Schwiegermütter. Böse Schwiegermütter, vielleicht. Also ich möchte mit euch über Schwiegermütter reden, über eure Schwiegermutter. Welche Erfahrungen habt ihr mit ihr gemacht? Wie hat sie euch gequält? Was hat sie vielleicht Gutes getan? Und ich möchte natürlich auch persönlich mit den Schwiegermüttern reden und ihre Sichtweise gerne hören. Also wie ist eure Schwiegertochter oder euer Schwiegersohn drauf? Und wie hat er oder sie euch, die Schwiegermütter, vielleicht schon gequält und das Leben schwer gemacht? Also, wenn ihr mit mir reden wollt, Telefonnummer 0800 5678 111, kostenfrei, und kostenfrei auch die Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin, das ist die Susan. Ist das richtig, Susan? Ja, na klar. Susan, na klar. 18 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Höre, du hast schon eine Schwiegermutter? Mit deinen zarten 18 Jahren? Ja. Aber du bist nicht verheiratet? Nein, bin ich nicht. Da kann man das ja auch so sagen. Also wir wollen es ja nicht so eng sehen. Es muss ja nicht nur eine Schwiegermutter sein, wenn man verheiratet ist, sondern Darf ich mal ganz kurz verstehen? Ich muss mal ganz kurz an der Fernseh, muss leiser machen. Weil ja, bitte, bitte, ehe ich jetzt hier endlos rede. Also ganz aus, am besten der Ton. Am besten ganz aus. Weil eine Freundin von mir sitzt gerade hier und ja, der muss ausmachen, wenn man versteht. Und genau. Gut, jetzt können wir... Okay. Jetzt geht's, Susan. Ist es ausgeschaltet? Ja, ist es. Also, ich wollte nur schlau ausführen, dass man auch von Schwiegermüttern reden kann, wenn man nicht verheiratet ist, sondern eine feste Beziehung hat. Du hast eine feste Beziehung. Ja, habe ich. Schon seit, war es mal fast einem knappen Jahr jetzt. Seit knapp einem Jahr schon? Ja. Wow, wow, wow. So, ja, dann erzähl mir von deiner Schwiegermutter, Susan. Also, für mich ist sie ein Drachen. Für dich ist sie ein Drachen? Also, irgendwo schon, weil ich sag mal, sie ist ein Mensch. Sie ruft mich an. Mhm. Also sie ruft mich grundsätzlich nur an, wenn sie meinen Freund nicht erreichen kann oder ihren Sohn, den sie gern sprechen möchte. Mhm. Dann ruft sie mich an und ja, sie sagt dann, ob er da ist. Dann sage ich, ja, er fährt gerade Auto und er muss halt mal anhalten, mhm, weil er eben mit Handy darf, wenn ich mal telefoniere im Auto. Genau. Ja. Und ja, dann sind 2 Minuten vergangen oder so. Es war vor 2 Tagen, ja, und sie hat mir da nichts irgendwie mit mir redet, hat mich nicht gefragt, wie es mir geht oder so, also gar nichts. Also die kümmert sich überhaupt nicht um dich, die ruft höchstens dann bei dir an, wenn sie ihren Sohn sprechen will. Ja. Nun, das ist noch nicht so, lass mich sagen, das ist noch nicht so ein ganz netter Zug, gebe ich zu, aber das reicht ja noch nicht aus, um zu sagen, das ist ein Drachen, die Frau. Da muss ja noch mehr sein. Ja, das tut mir aber trotzdem dolle weh, also das tut mir auch schon sehr dolle weh, weil ich habe auch schon, Schwiegermütter kann man bei den anderen nicht sagen, ich habe auch schon mehrere Freunde gehabt und ich sag mal, die Mütter waren eigentlich immer so, weil ich habe in meiner Kindheit auch sehr viel durchgemacht und die haben also immer eigentlich zu mir gestanden. Mhm. Aber seine Mutter ist da irgendwie so ein bisschen anders. Wenn man ein knappes Jahr, wenn man ein knappes Jahr zusammen ist, dann gab es ja schon mal Gelegenheiten, sich gemeinsam zu treffen. Ja. War das bei euch denn auch schon so? Das gab's ja, aber wir unterhalten uns eigentlich generell fast nie. So, wie stelle ich mir das denn vor? Du fährst dann zu der Schwiegermutter nach Hause, zusammen mit deinem Freund? Ja, ich war vielleicht dreimal da. Also mein Freund, muss jetzt sagen, der hat jetzt am 27. Februar, Januar Geburtstag gehabt, am 27. Januar, entschuldige. Und, also ich bin nicht mit dahin gefahren, wo er Geburtstag hatte. Da war ich nicht mit da. Schreib mir das doch mal, wenn du sagst, dass du bisher dreimal da warst. Ja. Wie läuft das denn ab? Ihr sitzt dann am Wohnzimmertisch, trinkt Kaffee, esst Kuchen und redet nicht miteinander, oder wie? Na, wenn wir drüber reden, reden wir über meine Katze, mich oder so nie. Also eigentlich nie über mich. Nicht über dich, aber ich frage ja, über was ihr so redet, also über die Katze. Ja, über meine Katze. Sonst weiter nichts. Die interessiert sich nicht so sehr für dich. Hast du denn den Eindruck, dass die sehr eifersüchtig ist auf dich? Ich denke mal schon, weil mein Freund hat ja anfangs noch bei ihr gewohnt. Mhm. Also er hat dann noch, also am Anfang, wo wir zusammengekommen sind, da hat er noch bei ihr gewohnt. Ich hatte eben schon meine eigene Wohnung, weil es eben mit meiner Familie nicht so geklappt hat. Und ja, dann ist er eben immer bei mir gewesen und dann musste die Lehre von ihm, hat nicht drunter gelitten, aber sie haben gedacht, sie leidet drunter. Ja. Und dann hat er eben das doch mal hier geschlafen, immer mehr Ausreden gehabt, dass er eben nicht abends nach Hause braucht, dass er eben bei mir bleiben kann. Und das hat natürlich ihre Gefühle geschürt, ihre negativen Gefühle. Wohnt dein Freund jetzt bei dir?
Ja, der wohnt jetzt Der wohnt jetzt ganz bei dir. Macht ihn das denn nicht auch sauer, wenn du so schlecht über die über seine Mutter denkst und redest? Das weiß ich nicht. Ich denke mal, vielleicht macht ihn das schon sauer oder böse oder so. Mhm. Aber er sagt mir eigentlich nicht. Sprichst du denn mit deinem Freund? Sprecht ihr beide also, darüber? Ich spreche auch ganz krass da mit ihm drüber, weil ich sage mir auch, deine Mutter ist bescheuert, die ist bekloppt. Ach so, heftig. So, also so heftig. Ich denn schon, ja. Und wie verteidigt er dann seine Mutter? Oder? Er sagt dann, also er, denke ich mal, ist ein Mensch, er hat Angst, mich zu verlieren und sagt dann immer so eher, dass ich Recht habe. Mhm. Also ich habe auch schon mal zu ihm gesagt, dass er denn vielleicht eher seine Mutter heiraten sollte als mich. Na, du gehst aber hart dran, merke ich schon. Mit Susan ist nicht leicht Kirschen essen, vielleicht auch. Nee, das liegt in der Familie. 18 Jahre alt, Name Susan und sagt, meine Schwiegermutter ist ein Drachen. Ja. Ne? So hast du es jetzt gesagt. Ja. Ich hoffe trotzdem, wenn ihr beiden zusammenbleibt, noch viele Jahre vielleicht. Also er würde auch seine Familie für mich aufgeben, das hat er mir auch gesagt, das weiß ich. Aber das möchte ich eben auch nicht. Also ich hoffe nur, wenn ihr zusammenbleibt noch längere Zeit, dass ihr vielleicht doch ein bisschen zueinander findet, wäre ja doch ganz nett. Ja, wäre schön. Ne, wäre schön. Danke für deinen Anruf, Susan. Und grüß deinen Freund von mir. Also deine Sendung ist echt toll. Danke dir. Ich freue mich, dass ich durchkomme und ich werde demnächst wieder anrufen, weil ich habe noch mehr Probleme. Du klingst so ein bisschen, als kämst du aus der großen Umgebung von Berlin. Stimmt das? Nee. Aus Schöneberg. Das liegt bei Magdeburg. Ach. Naja, also dann habe ich doch relativ falsch gelegen. Aber, aber meine Mutter hat einen Berliner Freund. Das siehst du, das habe ich doch rausgehört. Irgendwas Berlinerisches war da in der Stimme. Ja. Okay. Susan, alles Gute, tschüss. Okay, danke, tschüss. Jetzt bin ich was für ein interessanter Name. Friedgacht. Ja, hört man auch nicht alle Tage. Nein, das ist ein holländischer Name. Friedgacht. Ich bin ein gebürtiger Holländer und ja, wohne aber im Saarland. Friedgard, 37 Jahre, ne? Ja, richtig. Friedgard aus Holland, aber wohnt im Saarland. Ja. Ja. Meine Schwiegermutter, deswegen rufe ich ja auch an, also ich habe da wirklich das Gefühl, dass die mich nicht gut leiden kann. Mhm. Was ist denn bei euch los? Ja, gut, also erstmal der große Altersunterschied zwischen meiner Frau und mir. Eine was? Wir haben uns damals kennengelernt, also ich bin jetzt 37, sie ist jetzt 24. Mhm. Und die hat also damals schon in der Anfangszeit schon einiges gegen uns gehabt, was einen Altersunterschied so angeht. Wie lange seid ihr denn zusammen schon? Also wir sind seit 94 zusammen. Mhm. Das ist schon eine ziemlich lange Zeit. Wir sind da war deine Freundin natürlich noch sehr jung, ne? Ja, ja, 19. Mhm. Also so war gerade 19 geworden. So war damals also in so einem Mutter-Kind-Heim gewesen. Mhm. Ne, das hat aber auch andere Probleme gehabt, weswegen sie da war. Man hat sich kennengelernt. Mhm. Man hat sich dann etwas näher zueinander gefunden, bis wir dann uns ja so weit getraut haben, dass wir heiraten. Mhm. Und ja, ich hatte also damals... Wie viele Jahre seid ihr jetzt verheiratet? Seit 96. Seit 96? Mhm. Ja. Sind wir also durchweg verheiratet, das ist das zweite Kind unterwegs. Was macht denn dein, oder worauf begründet sich dein Gefühl, dass du sagst, eigentlich mag die mich nicht? Naja, guck, ich bin die ganze Woche unterwegs, weil ich bin Fernfahrer vom Beruf. Bin also nur das Wochenende zu Hause. Mhm. Und wenn ich mal die Möglichkeit habe, meine Frau mich dann bitte zu meinen Schwiegereltern zu fahren, dann erkläre ich mich dann auch widerwillig dazu bereit. Weil ich erstens mal durch meinen Beruf müde und so keinen großen Bock dazu habe, jetzt da hinzufahren. Aber wenn wir dann dahin fahren, dann kommen dann seltsame Spielereien so zum Vorschein. Zum Beispiel, also man deckt auf den Kaffeetisch und die anderen alle so wunderbar bedient und ich bin dann derjenige, der jetzt so als tatsächlich, das ist kein Beispiel, also anstatt Zucker Salz im Kaffee hat. Und dann schaue ich hier also... Hey, bitte. Bewusst hat die Schwiegermutter dir Salz in den Kaffee getan? Die macht das bewusst, macht die voll bewusst. Also nur bei mir, ne? Wenn ich dann jetzt den Kaffee von meiner Frau trinke, der ist wunderbar gesüßt. Da ist also Zucker alles drin. Im ersten Moment könnte man meinen, das ist, könnte man darüber lachen, aber es ist ja eine kleine Schäbigkeit, ne? Ja, ja, ja. Ich meine, das geht dann noch weiter. Das geht dann noch weiter. Wenn ich sie dann so angucken tue, ne, sehe ich also immer ihr so den verstohlenen Blick von ihr so rüber, wie sie mich dann in Augenschein nimmt. Oh, wie ist die Reaktion jetzt von ihm? Und dann sieht sie natürlich klar, ich verziehe mein Gesicht, weil das schmeckt wirklich ekelhaft. Oder ist das einfach eine Schwiegermutter mit Humor, die einfach Scherze mit dir treiben will? Guck, das nächste Beispiel, das ist auch eine tatsächliche Begebenheit ist, wenn der Kuchen aufgedeckt unter der Sahne verbirgt sich Senf. Also ich meine... Entschuldigung, wenn ich das so lachen muss. Ich lache ja meistens selber mal drüber. Was für Mühe? Unter der Sahne verbirgt unter sich... Unter der Sahne... Unter deinem, nur unter deinem Stück nur Kuchen... unter meinem Teller. Wenn ich dann Senf. So Gabel, ja, ja, hol ich den Gabel jetzt so und hol dann jetzt von meiner Frau oder von meiner Tochter ein Stück Kuchen weg. Wunderbar. Friedgard, okay, jetzt. Das kann man ja ein, zwei Mal machen. Sowas kann sie ja nicht ständig machen. Das kriegen die anderen ja auch mit. Wie steht sie dann da?
Ja, klar. Ich meine, ich habe sie mal schon drauf angesprochen, so wenn wir alleine waren in der Küche. Aber dann hat sie immer dann Ausreden so parat wie Migräne und ich kann jetzt nicht und so. Hab meine Frau schon mal gebeten, mit ihr darüber zu reden. Na, meine Frau, die lacht dann zwar auch immer drüber, so wie ich, dann auch dann im Endeffekt drüber lachen. Gut, aber wie oft kommt das denn vor? Also wenn wir da sind, also wir waren jetzt vor 2 oder 3 Wochen, glaube ich, waren wir das letzte Mal da gewesen, da hatte ich das nochmal eine Aktion gehabt mit dem Salz. Da ja, gut, aber... Aber du, ihr seid jetzt so, ihr seid jetzt so lange zusammen. Die Frage ist, geht das jetzt seit Jahren so? Die kann doch nicht seit Jahren dir Senf unter die Sahne tun. Ja, das geht seit der Geburt unseres ersten Kindes, ne? Geht das so? Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, was sie gegen mich hat, weil ich von meinem Aussehen entsprechend steht gerade zu dem Ideal, wie sie sich als einen Schwiegersohn vorstellt. Aber es gab noch nie so richtig Streit zwischen euch beiden. Nö, also. Und die hat dich auch noch nie so richtig angefahren. Nein, das auch nicht, das auch nicht. Ich meine, so hat es mal so Äußerungen von sich gelassen. Ja, das Alter und ob ich überhaupt der Richtige wäre für sie und dann noch ein Kind und dann den Namen jetzt von mir so, weil auch ich habe auch so einen interessanten Nachnamen. Also. Ne? Und meine Frau, die steht also so, wie ich bin zu meinem wilden Leben. Also im Grunde genommen ist es so, dass sie dich einfach nicht mag und versucht durch diese kleinen Schweinereien, sage ich jetzt mal so, dir diese schlechte Sympathie zu zeigen. Ja, wie verhält deine Frau sich? Lacht sie nur immer, wie du gerade gesagt hast, oder ist, ja, also ist sie manchmal auch schon richtig böse? Gelacht hat sie letztes Jahr Weihnachten, als wir ein Paket bekommen haben. Das Paket war an mich adressiert gewesen. Und ich habe es natürlich auch aufgemacht, schon allein, um meine Frau da nicht zu kränken. Weil ich immer gesagt habe, nee, ich möchte nicht. Und als ich das Paket aufgemacht habe, da hatte ich so einen Kauknochen drin gehabt. Ne? Mit freundlichen Grüßen. Also ich meine, ich besitze zwar einen Hund. Ne? Ich habe das jetzt so hingedreht, dass wenn das Paket zwar an mich adressiert gewesen wäre, aber das Geschenk doch für meinen Hund gewesen wäre. Ne? Aber du bist sicher, dass das Paket von der Schwiegermutter kam? Ja, ja, sicher. Die Schwiegermutter hat dir einen Kauknochen geschenkt? Ja. Gab es denn da deshalb schon mal Streit zwischen dir und deiner Frau, dass du sagst irgendwie... Nein, also ich sage immer so, Manuschka, das ist der Spielname, Spitzname von ihr, richtig heißt Manuela, sag ich mal Manuschka, ich guck da drüber weg, weißt du, ich... Aber irgendwie müsstest du dich doch schon kränken, auch wenn es nur so Kleinigkeiten sind. Ja, kränkt mich schon, weil ich ja auch denke, ich meine, ich gehöre in der Hinsicht schon zur Familie, wir haben 2 Kinder, also jetzt kommt in absehbarer Zeit, kommt unser 2. Kind. Als Schwiegersohn gehört man eigentlich schon zur Familie. Ja, richtig, weil ich mich immer dann auch bereit erkläre, dafür Sorge zu tragen, dass, falls man was zu machen wäre, hier so haushaltsmäßig oder es sind Reparaturen da an den Tag. Also, das ist ja ein tolles Ding, das habe ich so noch nie gehört. Salz im Kaffee, Senf in der Tochte, du kriegst einen Kauknochen zugeschickt. Wie wird das noch enden, wie wird das sich noch steigern, frage ich mich. Ja, gut. Ich kann es nicht beurteilen, wie es sich da jetzt noch weiter dramatisieren tut, weil wie gesagt, ich bin sonntagsabends bin ich on Tour und komme dann das Wochenende heim. Wir sind doch Gott sei Dank nicht jedes Wochenende bei ihr. Grüß doch mal deine Schwiegermutter von mir und sag mal, ich hätte gesagt, ihr sollt nett zueinander sein. Vielleicht beeindruckt sie das ja. Ja, so ist sie ja nett zu mir, weißt du? Ich meine, also man kann so, wenn man telefonieren tut, wenn dass meine Frau nicht zu Hause ist, dann ist es bei meiner Schwiegersprache oder ich rufe an, dann heißt es, hier, dein Mann und so. Ja. Ne? Dann ist es auch relativ nett am Telefon. Die Gesten kommen nur dann zum Vorschein, wenn ich jetzt hier bei ihr jetzt zu Hause bin. Ne? Ja. Dann solltest du vielleicht ihr Zuhause doch ein bisschen meiden, demnächst. Du bist auf der Straße, ich will dich nicht länger aufhalten, Friedgard. Alles Gute und schönen Gruß an deine Frau. Ja, und ich danke mich, mit dir mal sprechen zu dürfen. Ja. Ne? Und wie gesagt, mach weiter so. Auf Wiederhören, dankeschön. Okay, wiederhören, tschüss. Doris, 50 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Doris. Ja, hallo Domian. Ja. Erstmal, deine Sendung finde ich ganz toll. Dankeschön, ja. Das freut mich, dass du das sagst. Hab schon oft versucht durchzukommen und heute hat's mal geklappt. Ja? Ja. Du bist eine Schwiegermutter oder hast du eine Schwiegermutter? Ich habe eine Schwiegermutter und sogar eine ganz Liebe. Eine Liebe? Ja. Endlich mal eine gute Geschichte. Ja, aber ich bin selber auch eine Schwiegermutter. Und darum geht es eigentlich. Darum geht es. Und du bist nicht so eine ganz Liebe, oder? Eigentlich doch. Aber? Aber meine liebe Schwiegertochter, die meint es natürlich nicht, dass ich so lieb bin. Ne? Was ist denn da los zwischen euch beiden? Und zwar bin ich 30 Jahre verheiratet. Und seit 8 Wochen lebe ich mit meinem Mann getrennt. Bin von zu Hause ausgezogen, habe mir eine eigene Wohnung gesucht. Innerhalb von 4 Tagen hatte ich die. Und nun bin ich natürlich die böse Schwiegermutter. Ach so. Wie konnte ich denn das tun? Ja, ja. Einfach den Schwiegervater zu verlassen. Frag ich dich mal eben, weil ich kenne dich ja nicht. Wie konntest du das tun? Wie kam es dazu? Ja, ich wurde von meinem Mann tyrannisiert. Und zwar habe ich eine unheilbare Krankheit seit 21 Jahren. Was hast du? Morbus Crohn. Das ist eine unheilbare Darmerkrankung. Jawohl. Ne? Ich habe um diese Krankheit nicht gebeten.
Und ich sage mir immer, es gibt Schlimmeres als wie diese Krankheit. Mhm. Zum Beispiel gestern der junge Mann, der innerhalb von 14 Tagen blind geworden ist. Ja, ja. Und wie der geredet hat, also Hochachtung. Mhm. Mhm. So, du hast eine schwere Erkrankung und hat diese Erkrankung auch dazu geführt, dass letztendlich eure Ehe nicht mehr richtig funktioniert hat und dass dein Mann, wie du gerade gesagt hast, dich tyrannisiert hat? Ja. Mhm. Wie sah dieses Tyrannisieren denn aus? Also erstmal sah es so aus, ich krieg ja EU-Rente. Er ist der Verdiener. Mhm. Ich bin ja ein Niemand. Mhm. Mhm. Meine Rente zählt ja nicht. Mhm. Wurde aber für dieses und jedes natürlich mit zugenommen. Mhm. Ja, wie gesagt, ich war sehr schwer krank gewesen, an doller Kälte, Tod, Fieber hat mein Mann überhaupt nicht interessiert. Mhm. Bin schon mal vor 3 Jahren von zu Hause für eine Woche weggegangen und hab gedacht, na jetzt wird er doch mal merken, da muss ich was ändern. Mhm. Hat aber nicht. Ja, wir haben uns ausgesprochen, ging eine ganze Weile gut, aber dann fing es wieder an. Mhm. Und zwar habe ich eine ganz liebe Cousine, der ich nochmal auf diesen Wege danken möchte für alles, was sie für mich getan hat. Mhm. Und ja, jetzt hat er gesagt, das kann es nicht sein. Also so, jetzt hast du gesagt, nach 30 Jahren, das ist ja auch ein großer Schritt, wenn man nach 30 Jahren einen Partner verlässt und baust dein eigenes Leben auf. Der will es auf jeden Fall alleine leben. Ja. Und wie viele Kinder hast du? Ein Sohn. Ein Sohn. Und bisher war das Verhältnis zwischen dir, euch und der Schwiegertochter in Ordnung? Ja, so halbwegs. Also ich habe schon irgendwelche Probleme, aber es ging so. Haben wir sie mal gemeistert. Ja. Wie lange ist sie schon, deine Schwiegertochter? Wie lange ist sie mit deinem Sohn zusammen? Seit 6 Jahren. Sind die beiden verheiratet? Ja. Seit 6 Jahren. Mhm. Und jetzt, nachdem du von dem Mann weg bist, macht die Schwiegertochter dir Vorwürfe? Ja, zum Beispiel, ich sollte doch arbeiten gehen. Mhm. Was ich überhaupt verlange, Unterhalt von meinem Mann. Mhm. Und meine Enkelkinder darf ich nicht mehr sehen. Ach, deshalb? Ja, ja. Also sie macht dir jetzt richtig Dampf und Druck stellt sich ganz klar auf die Seite von deinem Mann. Ja, ja. Und gab es da schon richtig Streiterei zwischen euch beiden? Mann? Nee, zwischen dir und der Schwiegertochter? Ja, ja, ja. Ich habe gesagt, sie soll sich da raushalten, denn letztendlich ist es ja eine Sache zwischen meinem Mann und mir. Natürlich, letztendlich ja. Was denkt denn dein Sohn dazu, zu der Geschichte? Mein Sohn, ja, der sagt, Mutti, du musst es selber wissen, aber er steht zu seiner Frau. Also er sagt nicht, Mutti, ich helfe dir, wenn irgendwas ist, nö. Aber der Sohn macht dir konkret keine Vorwürfe, dass du deinen Mann verlassen hast. Er sagt, das musst du selbst wissen. Ja, aber auch hinterher so sagt er, nee, also das, was du gemacht hast, findet er auch nicht in Ordnung. Also, Also du hast gar keinen Rückhalt von Seiten der Kinder? Nee. Überhaupt nicht? Nee. Ich meine, das könnte ich mir vorstellen, dass sich das sehr hart trifft. Jetzt auch die Enkel nicht mehr zu sehen. Vor allem die Enkelkinder, das sind für mich halt ein und alles. Wie alt sind die? 6 Jahre und 4 Jahre. Na gut, da seid ihr schon sehr aneinander gewöhnt, ne? Ja, und die kennen dich, du kennst sie gut. Ja. Mhm. Und ich war immer für meine Enkelkinder da, auch für meinen Sohn, meine Schwiegertochter. Mhm. Aber sieht denn die Schwiegertochter das so, dass nur du schuld bist? Und sieht sie gar keinen Mitverschulden bei deinem Mann? Nö. Mhm. Nö, er hat zwar mitunter, ja klar, mir irgendwie mal wehgetan, aber mein Gott, na Mann, passiert. Was heißt wehgetan? Körperlich auch? Nee. Nee, das nicht. Nee, nee. Ja. So, jetzt stehst du da als böse Schwiegermutter. Ja. Die Frau, die schuld daran ist, dass das Familienglück, die Familienidylle vielleicht kaputt gegangen ist. Ja. Wie verhältst du dich jetzt weiter? Du bist doch auf relativ einsamen Posten, ne? Also ich bin nicht auf meinen Sohn und auch nicht auf meine Schwiegertochter angewiesen. Mhm. Wie gesagt, ich habe eine ganz liebe Cousine, ich habe viele Freunde, die zu mir halten, eine Schwiegermutter, die zu mir hält. Ach, deine Schwiegermutter wiederum? Ja. Ach, das ist ja interessant. Also die Mutter von deinem Mann hält zu dir jetzt. Ja, ja. Das ist ja eine verrückte Welt, ne? Ja. Mhm. Mann, aber ist es wirklich schade, generell schade, wenn solche Streitigkeiten entstehen und jetzt auch nochmal wegen der Kinder. Das muss man ja doch nochmal sagen. Ja, ja. Aber siehst du eine Chance, dass sich das vielleicht doch, es ist ja erst 8 Wochen her, siehst du eine Chance, dass sich das nochmal einrenkt eventuell? Mit meiner Schwiegertochter? Mhm. Nee, glaube ich kaum. Ach, mit der würde ich gerne mal reden. Kannst du ihr nicht sagen, dass sie hier mal anrufen soll? Na, da wirst du dich aber umgucken, du. Die ist die Schlauste, die ist schlauer wie alle Rechtsanwälte. Also, die hat mir so Tipps gegeben, ne? Ja. Ich soll mir das ja nicht so einfach vorstellen. Na, ich würde es schon mit ihr aufnehmen wollen. Ja. Ja, ich komme eigentlich auch noch. Ja, ich kann mich verteilen. Ja.
Also, liebe Doris, das ist jetzt eine scheiß Zeit, eine traurige Zeit, glaube ich, für dich. Ja, aber wisst ihr, ich finde es gut. Frei. Ja, ich muss dir wirklich ein Kompliment machen. Ich weiß jetzt nicht, was da im Einzelnen passiert ist. Ist ja auch gar nicht so wichtig. Nee. Du hast dich nicht mehr wohlgefühlt in der Beziehung und hast den mutigen Schritt gemacht, nach 30 Jahren Ehe dich auf eigene Beine zu stellen. Und das ist einfach toll. Und da wünsche ich dir von Herzen, dass du das auch schaffst, dein eigenes Leben aufzubauen. Ja, danke. Alles Gute. Gut, danke. Mach weiter so. Auf Wiederhören. Tschüss. Gut, tschüss. Thema Schwiegermütter heute Nacht. Ich möchte mit Schwiegermüttern reden. Mit netten Schwiegermüttern, mit bösen Schwiegermüttern. Oder ihr könnt mir erzählen über eure Schwiegermütter, über eure bösen Schwiegermütter oder über die ganz tollen Schwiegermütter. Über die Drachen vielleicht, wie wir es gerade gehört haben. Oder über die Engelschwiegermütter. Irene, 53 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo, das bin ich. Ja. Ich bin eine liebe Schwiegermutter. Nein, ist es wahr? Ja, also ich denke zumindest, meine Schwiegertochter meine beste Freundin eigentlich ist. Aha. Wie lange ist sie Schwiegertochter? Also sie ist eigentlich nicht die Schwiegertochter, sondern das ist die Ex-Freundin meines Sohnes. Die sind jetzt ungefähr seit einem Jahr getrennt voneinander, waren vorher 7 Jahre zusammen. 7 Jahre und die sind jetzt getrennt und ihr beide seid trotzdem noch befreundet. Wir sind die besten Freundinnen, sehen uns mindestens einmal in der Woche. Das ist ja auch toll. Und waren zusammen 4 Wochen in Alaska letztes Jahr. In Alaska sogar? Im Winter oder im Sommer? Ja, Herbst. Im Herbst. Ja, und dazu muss man nämlich noch sagen, dass ich körperbehindert bin. Ja. Und sie mich also durch ganz Alaska geschleust hat. Das ist ja verrückt. Ist das denn für deinen Sohn okay, dass ihr beide noch Kontakt habt? Oder gibt es da Spannungen zwischen dir und deinem Sohn? Ich denke, das ist nicht okay für ihn. Natürlich kann gar nicht für ihn okay sein. Also die beiden haben sich jetzt seit fast einem Jahr nicht mehr gesehen. Und ich sehe meinen Sohn ab und zu. Und wir kommen dann natürlich schon irgendwie immer auf das Gespräch an die, so heißt die Freundin. Siehst du denn deine Ex-Schwiegertochter, so können wir sie ja mal nennen, siehst du die öfter als deinen Sohn? Wesentlich öfter. Wesentlich öfters. Und sie macht also für mich alles Mögliche im Haushalt, hängt Lampen auf, Glasvitrinen, alles, was anfällt. Wir haben zusammen Boden verlegt. Also sie hilft mir bei allem. Hat sie denn inzwischen auch wieder einen neuen Freund? Nein. Würde dir das wehtun, wenn sie einen neuen Freund hat? Nein, würde mir nicht wehtun. Da bist du ganz abgeklärt. Also du siehst. Nein, würde sich auch überhaupt nichts ändern zwischen uns. Mhm. Gut, man würde sich vielleicht nicht so häufig mehr sehen, weil man nicht so viel Zeit hätte, aber in der Beziehung als solcher würde sich nichts verändern können. Weswegen ist das denn zwischen den beiden auseinandergegangen? Hatten die einen schweren Streit, eine große Auseinandersetzung? Ja, eigentlich nicht. Mein Sohn, der hat Alkoholprobleme. Und das hat sie einfach auf Dauer nicht mitmachen wollen. Und das konntest du dann auch nachvollziehen? Konnte ich gut nachvollziehen, weil wir auch früher eben schon sehr gemeinsam versucht haben, da irgendwas zu ändern bei ihm. Und wahrscheinlich sind wir auch deshalb so eng zusammengekommen irgendwie, weil wir gemeinsam eben immer versucht haben, was zu tun. Dennoch könnte ich mir vorstellen, dass man als Elternteil, als Mutter, doch dann in Loyalitätskonflikte vielleicht gerät. Halte ich jetzt mehr zu meinem eigenen Sohn oder zu meiner Freundin, die mal meine Schwiegertochter war? Ja, nee, eigentlich auch nicht, weil die beiden, die sehen sich ja nicht mehr. Und ich sehe ja dann meinen Sohn getrennt von ihr. Aber du würdest diese Freundschaft nicht aufgeben, auch wenn dein Sohn das verlangen würde? Nee. Nicht. Auf keinen Fall. Würde er aber auch nicht verlangen. Würde er niemals. Bist du denn auch offen für eine andere Frau an der Seite deines Sohnes? Also für eine neue Schwiegertochter? Würdest du dich da auch drauf einlassen? Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Natürlich. Das ist ja doch eine sehr, sehr schöne Geschichte eigentlich, finde ich. Ja, es ist wunderschön. Und eigentlich müsste man deinem Sohn an den Ohren ziehen, dass er nicht die Größe hat, dieses so hinzunehmen, ne? Ja. Ja, ich denke, er leidet nach wie vor auch unter der Trennung, aber er schafft es einfach nicht, die Beziehung wieder einzugehen, weil er, wie gesagt, eben die Alkoholprobleme hat. Gut, das ist natürlich, das verzerrt alles, ne? Das verzerrt ja. Und du warst mit der Schwiegertochter in Alaska. Gehört jetzt überhaupt nicht zum Thema, aber erzähl mir doch noch, wie war es in Alaska? Hat es dir gefallen? Das war schön. Ach, das war wunderbar. Möchte ich nämlich auch so gerne mal hin. Ja, also das lohnt sich schon. Ja. Also da muss man auch sagen, die Andi, die wollte nach Alaska gehen. Ja.
aber natürlich nicht gerne alleine. Ja. Und ich bin also, wie gesagt, schwerbehindert, ja, und habe Zeit. Ich bin in Rente und dann bin ich eben mitgegangen. Und dann seid ihr mit einem Leihauto da kreuz und quer rumgefahren? Mit dem Camper. Mit dem Camper sogar. Und im Herbst ist das dann schon sehr kalt? Ja, also die Nächte waren schon recht frostig. Ja. Und da wir meistens keine Campingplätze mehr gefunden haben, mussten wir also ohne Heizung weitgehend die Nächte verbringen. Also das war schon frisch. Also ich bin ja auch ein großer Freund des Nordens und deshalb würde ich da gerne irgendwann mal hinfahren. Ja. Vielleicht sogar im bitterkalten Winter. Ja, das wollten wir eigentlich auch. Ja. Aber andererseits hatten wir dann eben doch vor dem Schnee wieder Angst. Ist klar, natürlich. Dass man da einfach halt nicht mehr fahren kann. Na klar, ja, sicher. Ja, Irene, also eine nette Schwiegertochter und eine nette Schwiegermutter. Ja, genau. Und die einfach gut miteinander auskommen und die besten Freundinnen geworden sind. Warum nicht? Tolle Sache. Ja. Hoffentlich bleibt es noch lange so oder dass es immer so bleibt, ne? Ja, ich denke, das bleibt. Na klar. Wie alt ist die Schwiegertochter? 27. 27, ja. Mein Sohn auch. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Irene. Tschüss. Jetzt habe ich die Sabine dran und Sabine ist 65 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Sabine. Domian. Ja, du hast mich auch zum Thema Schwiegertöchter. Ja, Gratulation zu deiner Sendung. Vielen Dank. Ich höre dich jede Nacht. Dankeschön. Ab und an mal nicht, dass es sich so ergibt, aber eigentlich jede Nacht. Aber sehr nett. Ich bin ja die böse Schwiegermutter, das du bist die Vorbild der bösen Schwiegermutter. Wer sagt das denn? Also, man hat mich völlig allein gelassen. Wer ist denn Mann? Erzähl mal von deiner Familie. Mein Sohn mit seiner Freundin haben gut sieben Jahre bei mir gewohnt, in meinem Haus, alles umgebaut. Ich hatte das Haus meinem Sohn überschrieben. Ich konnte es ja nicht weil der Schwiegertochter überschreiben, weil sie ja nicht verheiratet waren. Ich kann ja nicht fremden Frau ein Haus mit überschreiben. Das ginge ja nicht. Ist klar, du hast es dem Sohn überschrieben. Ja. Mhm. Er hätte ja einen Erbvertrag oder ein Testament machen können. Mhm. Man stirbt ja keine Minute eher, wenn man irgendetwas regelt. Und ich bin so auf die Schnauze gefallen. Ich kann nicht mehr aufstehen. Ich schaffe es nicht. Wohnst du denn noch mit in dem Haus jetzt? Ich wohne ganz allein in dem Haus. Ganz allein in dem Haus. Die sind ausgezogen? Ja. Obwohl ihm das Haus jetzt gehört, deinem Sohn? Ja, er hat es jetzt der Tochter verkauft. Welcher Tochter? Meiner Tochter. Ah, es gibt noch eine Tochter? Ja, ja, ich habe noch zwei Töchter. Aber also du hast dich dann mit den beiden, mit der Schwiegertochter und deinem Sohn? Ja. Gab es so einen Streit? Ich hatte mir einfach vorgestellt, eine Freundin zu sein, eine Kameradin. Wie lange ging das denn eigentlich gut mit euch drei? Das ging gut, bis sie ein Baby bekam. Wie viele Jahre waren das? Gut 7 Jahre. Ach, es ging 7 Jahre gut. Und dann kam das Baby. Das war 7 Jahre. Ein super gutes Verhältnis. Und dann plötzlich? Immer mit kleinen Einschränkungen. Ich kriegte immer von oben diesen Druck, wenn ich dachte, den Kopf zu heben und mal zum Beispiel, wenn jemand bei mir mal war, eine Bekannte oder so, und wir tranken eine Tasse Kaffee und sie kam von der Arbeit, dann sagte ich, möchtest du nicht eine Tasse Kaffee mittrinken? Nein, ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten. Und ich habe einmal mit einer Bekannten bei mir in der Küche eine Tasse Kaffee getrunken. Da haben die einen Atemzirkus vollzogen. Die haben hinten im Hause irgendetwas aufgeräumt. Frag mich nicht was, ich weiß es nicht. Also die haben dir das nicht gegönnt, dass du mit jemandem da einfach so ja, nett... Ja, wir haben gesessen wie auf dem Bahnhof. Ich habe zwei Türen in der Küche. Und also die wollten letztendlich deine Freundin rausekeln. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich verstehe das gar nicht. Jetzt lass uns mal zu. Das kann man nicht mit kleinen Worten erklären. Ich erahne das schon, Sabine, was du da mitgemacht hast. Lass mich mal noch einen kleinen Zeitsprung machen. Dann ist das Kind geboren, die Enkelin, oder der Enkel. Enkel. Und dann ist es völlig den Bach runtergegangen. Dann bin ich das Baby. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich liebe nichts mehr wie Kinder. Mhm. Also ich war
eigentlich, glaube ich, immer dafür bekannt, dass ich gerne Kinder mag. Aber woran entzündete sich dann der Streit? An nichts. Ein Streit hat sich nicht entzündet. Es ist ein wortloses. Also als es dann zum Heiraten, sie kamen zu mir und sagten, dass sie ein Baby bekämen. Mhm. Und ich saß hier vor dem Fernseher in meinem Sessel, habe ich gesagt, da freue ich mich aber. Da kommt aber Leben ins Haus, wirklich, da freue ich mich. Und dann bin ich am nächsten Tag, bin ich mit meiner Freundin in die nächste Stadt gefahren und da habe ich mir so ein süßes Nachthemdchen gesucht und habe ihr das geschenkt. Ich sagte, du hast mir gestern so eine riesige Freude gemacht. Ich hoffe, dass ich dir auch eine kleine Freude machen kann. Das war so ein richtiges süßes Nachthemdchen, so ein Traum, den man sich früher mal gerne erfüllt hätte, wenn man das Geld dazu gehabt hätte. Und wie hat sie darauf reagiert? Ich habe es nie gesehen. Wie, du hast es nie gesehen? Ich denke, sie hat es in den Mülleimer geworfen. Ach, sie hat's, ja, aber sie hat es doch entgegengenommen. Sie muss doch irgendwas gesagt sie haben. Sie hat es, ohne zu gucken, als ehe das Kind geboren wurde. Mhm. Das Kind ist am 23. April geboren. Hat sie denn wenigstens Danke gesagt, als du es ihr gegeben hast? Nein, sie kennt kein Danke. Also, sie kennt kein Danke. Das kennt sie gar nicht. Absolut nicht. Da war alles kaputt zwischen euch beiden. Und du weißt gar nicht, warum. Nein, es wurde mir kein Wort gesagt. Das ist ja dieses Schlimme daran. Und dann sind die irgendwann ausgezogen. Ja, und haben sich ein Haus in einem Nachbarort gekauft. Mhm. Ja, aber und dieses, ich habe 7 Monate im eigenen Haus den Enkel nicht gesehen. Wir haben 2 Haustüren gebaut, eine, die nach der einen Seite rausging, eine nach der anderen Seite. Du durftest den Enkel gar nicht sehen? Nein. Mein Sohn sagte mir mal, hallo, rief der, da war ich unten und da bin ich hin, als er hallo rief, die Verbindung bestand, dass ich durch den Flur gehen konnte. Aber Sabine, wenn das so ein Terror eigentlich ist, den du da mitgemacht hast, war es dann nicht letztendlich sogar eine Erleichterung für dich, als die ausgezogen sind? Nein. Nein. Ist keine Erleichterung. Ist. Hast du denn... Ich wohne in einem kleineren Ort und bin dann, die waren ein Kinderzimmer am Bauen, ich bin dann zum Friedhof gegangen und zu Fuß und unterwegs treffe ich eine Bekannte und die sagte mir, dann heiratet dein Sohn ja auch jetzt. Und ich wusste ja nicht, dass das schon so direkt vor der Türe stand. Mir hatte ja niemand mehr etwas gesagt. Da passierte gar nichts mehr. Ich mag das schon. Das war auch alles, alle Verbindungen. Dann habe ich meinem Sohn gesagt, da sagt er, hast du geweint? Du siehst so komisch aus. Da habe ich gesagt, nee, ich dachte, du hättest mir vielleicht was zu sagen. Nee, was denn? Da sagte ich, vielleicht, dass du heiratest. Da war der wie ein Pistolenschuss verschwunden. So, Sabine, jetzt muss ich immer was sagen. Das hört sich alles traurig an, was du sagst. Und jeder, der Familie hat und kann das nachvollziehen. Nein. Aber nee, jetzt lass mich mal sagen. Weißt du, was ich nicht verstehen kann? Dass du dem Ganzen so nachhängst. Du bist doch so verletzt worden und man hat dich so schlecht behandelt. Warum pfeifst du denn nicht drauf und sagst, gut, dass sie weg sind? Was willst du denn von denen noch? Würdest du denn noch jahrelang schlecht behandelt werden wollen von denen? Nein, mein Sohn hat mich immer gut behandelt. Nein, dein Sohn, halt Moment, Sabine. Wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen? Ja, dein okay, Sohn, ja. Dein Sohn hat dich auch nicht gut behandelt. Nein. Wenn er so, lass mich es aussprechen, wenn er sowas geduldet hat, dass seine Frau sich dir gegenüber so verhält. Dann trägt dein Sohn. Ich verstehe das doch, Domian. Ich bin raufgegangen und hab gesagt, warum habt ihr mir nicht gesagt, dass ihr heiratet? Da dreht sich diese kleine Frau um. Ich bin eine sehr große, korpulente Frau. Da dreht sich diese kleine Person um und sagt zu mir, das geht sie doch wohl ein Scheißdreck an. So, und da steht dein Sohn bei und macht Nein, mein Sohn weiß von nichts. Ich habe meinem Sohn von dieser ganzen Sache niemals ein Wort gesagt. Aber Sabine, in all den Jahren muss dein Sohn das doch mitbekommen haben, dass da alles... Klar hat er es mitbekommen. Und warum hat er nicht auf den Tisch gehauen mal? Weil sie dann geht. Ja, dann ist dein Sohn doch mitschuld an dem Ganzen. Nein, dann gehen diese modernen Frauen. Dann gehen die. Ich will dir mal sagen, Sabine, ich will dir mal sagen, wenn meine Freundin, meine Frau, so mit meiner Mutter umspringen würde, dann würde ich sagen, dann geh. Nicht mit meiner Mutter. Mein Mann hätte
hätte das auch gesagt. Wenn ich meinem Mann verboten hätte, mit unseren Kindern zu seiner Mutter zu gehen, der hätte gesagt, wenn du sie mir nicht sofort ein bisschen sauber machst. So, deswegen sage ich die ganze Zeit zu dir, heb deinen Sohn nicht so ins helle Licht. Der ist mit Schuld an der ganzen Misere. Klar, aber er weiß es ja gar nicht, wie sie mir zugesetzt hat. Sie hat zu mir gesagt, ich hatte ihm verboten zu sagen, dass wir heiraten. Mhm. Haben Sie mich verstanden? Mhm. Ich habe es ihm verboten. Mhm. Und das eine sage ich Ihnen, wenn ich weggehe, wenn das Kind auf der Welt ist und ich gehe weg und ich werde erfahren, dass Sie das Kind sauber gemacht haben anstatt er, dann kann ich Ihnen jetzt schon sagen, dann werde ich meine Koffer packen und dann werde ich gehen. Ja, Sabine, aber dann ist dein Sohn aber wirklich ein Schlappschwanz. Ja, er weiß es. Ach, er hat das doch all die Jahre mitgekriegt. Nicht vielleicht diese Worte, gerade diese weiß er nicht, aber die ganze Situation hat er doch mitgekriegt. Ich komme nicht klar, ich werde, ich habe... Sag mir mal nochmal, du hast ja noch andere Kinder, ne? Zwei Töchter. Wie ist das Verhältnis zu denen denn? Gut. Das ist gut. Also du stehst nicht ganz alleine und einsam auf der Welt. Ich habe außerdem ein Enkelkind von einer Tochter. Die andere Tochter hat keine Kinder. Und ich habe auch ein sehr gutes Verhältnis zu dem Ex-Schwiegersohn. Gut, dann bin ich schon mal froh, dass du nicht ganz alleine bist. Ich glaube ganz einfach. Ja, aber die wohnen weit weg, beide. Sehr weit weg. Ich glaube ganz einfach, dass das Allerbeste und Klügste für dich ist, diese Sache loszulassen und dich da nicht so sehr rein zu ärgern. Ich merke, du bist ja völlig fertig mit Nerven. Nein, jetzt lass, hör, ich habe eine sehr nette Frau kennengelernt. Wie gesagt, ich sehe gar nicht so super aus für Kinder, aber irgendwie lieben mich alle Kinder. Ich trage eine Brille, ich habe gar kein liebliches Gesicht, ich bin einfach nur da und trotzdem lieben mich einfach alle Kinder. Komisch, die laufen mir alle nach. Meine Schwester, die sieht sehr viel netter aus. Sabine, ich wollte ja auch eigentlich nur sagen, dass du die in Ruhe lassen sollst. Da kannst du nichts. Aber und jetzt kommt der richtige Hammer erst. Ich habe mir zwei Enkelkinder, also dieses kleine Mädchen hat in der Schule aufgezeigt und hat gesagt, Frau Lehrerin, wir haben eine Oma adoptiert. Du redest jetzt von fremden Kindern. Das sind fremde Kinder. Achso, du hast jetzt also fremde Kinder, um die du dich kümmern kannst. Ja. Ja, ist doch fabelhaft. Ja, für mich ja. Aber jetzt kommt der wirklich dicke Hammer. Diese Mutter, die hatte eine Operation und dann bin ich eingesprungen, wie man als Oma einspringt. Ich bin noch gut aktiv. Ich habe außer Mittwochs und Samstags muss ich arbeiten. Samstags ist der Vater absolut sowieso. Was ist denn da jetzt genau passiert? Und mittwochs habe ich mir, war dann eine Ersatzfrau da, die den Haushalt, die Kinder holt. Dann ist die Mutter gestern oder vorgestern zum Kindergarten, hat sie ihr Kind hingebracht, ihren Sohn. Und meine Schwiegertochter hat ihren Sohn im gleichen Kindergarten. Und da hat sie gesagt, hallo, nochmal zu ihr persönlich. Und die macht dich jetzt schlechter. Und da hat sie ihr den Hintern hingedreht. Ich verstehe. Sabine, jetzt mache ich mal folgenden Vorschlag. Also ich möchte, halt, lass mich sagen, ich möchte jetzt Folgendes machen. Ich möchte, dass du, was die Beziehung zu deiner Schwiegertochter und den Sohn anbelangt, dass du jetzt mal ein paar Worte mit meinem Psychologen, mit dem Peter nochmal redest. Ja, bitte. Bitte. Ne? Du kennst das Verfahren ja wahrscheinlich. Ich habe es allein nicht. Eben. Ich bin völlig zerstört. Du legst jetzt mal auf und der Peter ruft dich an. Ja. Und ich sage dir nochmal so jetzt zum Abschied, versuche so weit Abstand wie möglich von diesen Leuten zu nehmen. Die sind es nicht wert, die machen dein Leben nur kaputt. Du änderst da wahrscheinlich sowieso nichts mehr dran. Ja. Ich wünsche dir die Kraft dazu, du legst jetzt auf und wir rufen gleich nochmal an. Ja, danke. Alles Gute. Und weiterhin viel Glück mit deiner Sendung. Dankeschön, Sabine, auf Wiederhören. Schön. Haben wir eine Pause gemacht? Nein, wir haben keine Pause. 1.39 Uhr und 10 Sekunden. Und jetzt machen wir eine kleine Pause.
1.40 Uhr und 13 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht heißt unser Thema Schwiegermütter. Ihr, die Schwiegermütter, mit euch möchte ich gerne reden. Und ich möchte gerne mit euch, den Schwiegersöhnen oder Schwiegertöchtern, reden über eure Schwiegermutter. Ist sie ein Drachen? Ist sie schrecklich? Oder ist sie ein Engel? 0800 5678 111, Telefonnummer kostenfrei. Und kostenfrei die Faxnummer 0800 5678 110. Heute ist der Abend der ungewöhnlichen Namen. Jetzt haben wir nämlich keine Hannelore, sondern eine Annelore. Stimmt das? Hallo. Annelore, 42 Jahre alt. Nein, 42. Ja, sagte ich ja, 42. Ich habe 22 verstanden, Entschuldigung. 42. Das wäre schön. Ja. Ja, ich habe eine nicht so tolle Schwiegermutter. Ein Drachen? Ja, leider. Eine böse Frau? Mhm, sehr böse. Was heißt sehr böse? Sie hat auch ihre netten Arten, aber so im Großen und Ganzen wird mir dann immer mal wieder was untergejubelt. Erstmal die Grundfakten. Wie lange bist du mit deinem Freund oder deinem Mann zusammen? Wir sind seit 21 Jahren zusammen, davon 11 Jahre verheiratet. Mhm. Und ich hatte 1990 eine Thrombose, lag auf der Intensivstation. Mein Mann war zu der Zeit berufsbedingt im Ausland beschäftigt, der musste nach Japan. Und wie ich diese Thrombose hatte, war er schon eine gute Woche weg. Mhm. Ja, und ich wollte dann eben halt natürlich auch gerne meinen Mann anrufen, dass er eben halt dann Bescheid weiß. Und die kommen dann eben halt zu mir ins Krankenhaus, besuchen mich auf Intensiv und sagen dann so zu mir so ganz locker, als wenn das ganz normal ist, ja, aber wir sagen dem Peter nichts, der braucht das nicht zu wissen. Und wenn das die Intensivärztin nicht mitgekriegt hätte, dann hätte mein Mann das damals gar nicht erfahren. Das heißt, die hat dann deinen Mann informiert? Ja, ja. Also die hat dann mit meiner Schwester gesprochen und die hat dann eben halt dafür gesorgt, dass die Firma dann Bescheid kriegte. Hat es da angefangen zu kippen zwischen dir und deiner Schwiegermutter? Nein, das muss schon, ich denke, also ich habe das Gefühl, dass es schon länger ist. Also ich kann das schlecht beschreiben. Mhm. Ich habe vorher auch, bevor ich meinen Mann kennenlernte, meine Eltern waren sehr krank gewesen. Mhm. Ich habe meine Mutter zu Hause gepflegt. Ich bin vom Beruf Altenpflegerin gewesen. Lass uns doch mal die Thrombosegeschichte war 1990, Annelore. Nur sind 10, 11 Jahre seitdem vergangen. Wie hat sich das Verhältnis denn bis heute entwickelt? Wie ist es aktuell? Ist nach wie vor immer noch ein ungewisses Verhältnis. Was ist denn das Schlimmste, was du ihr vorwerfen würdest? Ja, einfach dieses Gefühl zu haben, dass man mich nicht so akzeptiert, wie ich bin. Wie vermittelt sie dir denn dieses Gefühl? Ja, indem sie mir das immer wieder vorhält. Es ist nicht regelmäßig, aber... So was genau sagt sie denn? Ja, dass ich, dass sie ja doch ganz schön sauer auf mich ist, dass ich damals dann eben halt mit meiner Schwester gesprochen hätte und die dann eben halt... meinem Mann Bescheid gesagt. Wie, diese alte Kamelle von vor 11 Jahren? Ja, da fängt sie immer wieder von an. Und dann hat sie auch immer wieder das Problem, wir haben eine 9-jährige Tochter und sie haben noch 2 weitere Enkelkinder von meinem Mann, die Schwester. Mhm. Und mein Mann hat, wir haben das Problem dann hinterher nochmal gehabt mit dieser Thrombose. Da haben sie uns dann... ich hatte dann 97 nochmal eine. Meine Tochter war in dieser Zeit in der Pfalz bei meiner Schwester gewesen, weil mein Mann auch wieder weg war auf Montage für längere Zeit. Und wir mussten ja irgendwie das geregelt kriegen mit dem Kind. Und meine Schwester kommt gut mit unserer Tochter aus und dann war sie da eben halt. Und wollte aber unsere Tochter hinterher, wie es dann hieß, dass mein Mann auch wieder zurückkommt, wollte sie dann gerne nach Hause, weil sie dann einen Tag vorher Geburtstag hatte. Lass uns das mal nicht so vertiefen. Es geht ja hauptsächlich um die Schwiegermutter. Ist es denn so, dass wenn ihr euch jetzt trefft auf irgendwelchen Familienfesten oder so, dass ihr auch gar nicht groß miteinander redet? Wir reden wohl miteinander, aber mehr so, als wenn ich eben halt nicht richtig da wäre. Ist ja immer die Frage, die ich jetzt den ganzen Abend schon immer stelle, wie verhält sich der Partner? Also welche Position hat dein Mann? Hält er mehr zu dir oder mehr zu seiner Mutter? Nein, mein Mann, der hält zu mir.
ganz eisern. Hat er ihr denn dann auch schon mal den Kopf gewaschen? Ja, natürlich, schon häufiger. Mhm. Gibt es denn auch einen Schwiegervater? Ja, und der ist genauso schlimm. Der ist genauso schlimm. Gibt es die klassischen Familienfeste, also so Geburtstag, Weihnachten, wo man sich besucht? Aber das ist dir wahrscheinlich dann immer unangenehm, ne, wenn die kommen. Ja, klar. Mhm. Ich hab, also jedes Mal habe ich einen Horror davor und bin immer froh, wenn ich dann das so einigermaßen überstanden habe. Und es hilft wahrscheinlich auch gar keine richtige Auseinandersetzung jetzt mehr. Nein. Ne? Das ist jetzt so, wie es ist und das läuft wahrscheinlich bis zum Ende. Das läuft immer so vor sich hin und mein Mann hat das schon mal angesprochen, das Thema. Und dann wird aber jedes Mal abgewehrt dann, wieso, wir machen doch überhaupt nichts, es ist doch alles in Ordnung. Eigentlich Horror, ne? Eigentlich Horror, dann sowas aushalten zu müssen und auch diese Familienfeiern dann so mit zu zelebrieren und eigentlich alles schrecklich. Das ist zum Kotzen. Ja, das glaube ich. Ehrlich. Ich glaube, dass du, was du jetzt beschrieben hast, das ist nicht so ganz konkret, aber es ist einfach ein schlechtes Verhältnis zwischen dir und der Schwiegermutter. Ich glaube, dass das Hunderttausende, Millionen von Familien betrifft. Ja, es ist auch also so extrem jetzt gewesen, dass wir unseren Wohnort gewechselt haben. Wir sind also in eine andere Stadt gezogen. Wegen der Schwiegermutter? Ja, weil mein Mann auch gesagt hat, es ging einfach nicht mehr. Wie viele Kilometer wohnt ihr jetzt entfernt voneinander? Ja, es sind so 30 Kilometer nur. Und war vorher ganz eng zusammen? Ja, wir haben vorher in der gleichen Stadt gewohnt. Und jetzt kam das eben halt günstig. Und so ist mein Mann dann eben halt etwas näher an seiner Arbeitsstelle. Aber ich bin froh, dass ich da nicht mehr wohne. Ne? Also, trotz alleine schon, was weiß ich, wenn ich in eine Stadt gehe zum Einkaufen, dass sie mir dann über die Füße läuft. Verstehe. Ne? Das ist trotz allem, Annelore, wünsche ich dir und deiner Familie alles Gute. Und das Wichtige ist ja, dass es deshalb zu keinem Konflikt zwischen dir und deinem Mann kommt. Ne? Nein, auf das, keinen das Fall. Ist ja ganz also, wichtig. Das ist immer bis jetzt ganz toll gewesen. Denn das ist ja ganz schlimm, wenn dann von außen auch noch eine Liebe aufgesprengt wird. Ne? Das ist ja ganz schlimm. Nee, also das ist total gut so. Schöne Grüße an den Mann. Ja, danke schön. Wir deine hören. Sendung ist super. Danke, mach tschüss. So. Tschüss. Frauke. Frauke ist 48 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Du bist auch eine Schwiegermutter? Nein. Nein. Noch nicht. Ich bin Hebamme. Du bist Hebamme. Und als freiberufliche Hebamme. Hebamme. Warum heißt das eigentlich Hebamme? Das heißt von heben. Wir sind die Amme, die das Kind raushebt. Stimmt, ja. Wenn du es so sagst, wird es einem direkt klar, ja. Hebamme. Und Hebe, das ist so Kohlenpott-Slang, Hebamme. Hebamme, ja, ich sag das auch immer so, ja, Hebamme. Hebamme heißt das. Ne? Jawohl, Hebamme. Mit einem B in der Mitte auch nur, ne? Ja. Hebamme. Ja, Amme, die Amme. Ja. So. Naja, auf jeden Fall, ich habe also heute Abend deine Sendung verfolgt und das ist so ein Thema, was natürlich auch immer wieder in meiner Praxis auftaucht. Mhm. Ich bin freiberuflich Hebamme und besuche die Frauen zu Hause und bekomme dann natürlich unendliche Schwiegermutter-Tochter-Konflikte mit. Mhm. Oder auch, wenn sie zur Stillgruppe kommen, wo wir uns treffen, dann gehen natürlich auch immer das Thema Schwiegermutter. Also das ist ein richtiges Thema. Und die Schwiegermütter schlagen immer schlecht ab. Die haben immer die Arschkarte, egal was die machen. Zum Beispiel die eine Frau klagt ständig, ist sie da und ach, wir können überhaupt nicht. Und die nächste mokiert sich darüber, dass ihre Schwiegermutter immer grundsätzlich eingeladen werden muss, weil sie ja sonst nicht kommt. Also ist das... Das alte Klischee ist eigentlich bewahrheitet. Ich habe jetzt im Laufe meiner Jahre Erfahrung, und das ist auch immer, was ich den Müttern rate, das Problem ist ganz einfach, wenn nun eine Tochter heiratet, Kinder bekommt, Eheprobleme, was auch immer, sie geht immer zu ihrer Mutter. Die geht nicht zu der Schwiegermutter. Nicht zu der Schwiegermutter. Und die Schwiegermutter ist sauer. Bitte? Und die Schwiegermutter ist dann sauer, ne? Ja, die geraten in so eine Außenseitersituation. Es gibt sicher doch auch dann große Konkurrenz zwischen den Schwiegermüttern, ne? Ja, das erfahre ich natürlich so nicht, weil so lerne ich die Leute nicht kennen. Ich erkenne nur immer diese Konflikte. Und dann ist ja natürlich auch dieses eine Phänomen, Söhne Mütter und Töchter Väter und natürlich entsteht da auch diese Rivalität, weil ja auch Mutter und Sohn eine engere Beziehung haben, wie jetzt Mutter, Sohn und Vater. Würdest du denn sagen, aufgrund dessen, was du alles so mitbekommen hast, dass die Frauen, die über ihre Schwiegermütter erzählen, da bist du ja am nächsten dran, ne? Da kannst du ja am ehesten was sagen,
dass die eigentlich übertreiben und dass die Schwiegermütter oftmals falsch einstufen und falsch sehen? Sie sind einfach ungerecht. Die Frauen sind ungerecht? Sind ungerecht. Mhm. Und die bösen Schwiegermütter sind manchmal gar nicht so böse? Ich empfinde sie nicht so. Zum Beispiel, da gibt es Beispiele, wenn die frisch entbunden haben, die Schwiegermutter putzt wirklich die ganze Wohnung, die reißt alles auf, macht und tut, versucht da ihre Schwiegertochter zu betütern und anstatt, dass zum Beispiel dann auch anerkannt wird, kommen dann, wenn sie dann weg ist, so die Gespräche, wenn ich da hinfahre, dauern immer eine Stunde oder wenn ich meine Nachsorgetätigkeit mache, ständig ist die hier und ich kann meine Wohnung alleine putzen, dann sage ich ja, warum sagst du ihr das nicht? Also ich habe immer, nun muss ich ja sagen, in meinem Alter, ich könnte ja nun auch Schwiegermutter sein. Ja. Und ich sehe das natürlich aus einer anderen Fährte. Ja. Und wenn ich denen dann sage, passt mal auf, Mädels, auch ich könnte schon Schwiegermutter sein. Ich könnte deine Schwiegermutter sein, ne? Dann kannst sind du. Die also ganz geschockt, weil sie es irgendwo noch nicht so realisiert, vielleicht ist das, dass ich das Alter auch erreicht habe. Ja. Es ist einfach, man sagt ja auch im Volksmund, wenn du einen Sohn hast als Frau, den verlierst du. Während wenn du eine Tochter hast, bekommst du den Sohn dazu. Das ist also wirklich diese Rivalität, wenn die jung verheiratet sind, ja, dann der Sohn hat Lieblingsspeisen, das sind so Banalitäten. Ja, klar, aber die machen es halt dann aus. Ja, und dann kocht die und dann sagt der vielleicht noch in seinem Doodle, meine Mutter macht das aber besser. Und schon ist die Stimmung hin, ne? Und schon ist das hin. Die Mama macht's besser als du. Du mit deiner Mama, ne? Oder sie gehen zur Schwiegermutter und ich sehe das auch bei meinem Sohn, wenn er nach Hause kommt. Wenn ich den lange nicht gesehen habe und der kommt rein, dann sage ich, willst du was essen? Ja. Das ist normal, das ist einfach irgendwie... Nicht? Jetzt stellen Sie sich vor, Tochter hat gekocht und jetzt kommt Oma besuchen und Oma sagt dann, Junge, möchtest du nicht was essen? Der kann auch zu Hause essen. Jetzt hast du mir gerade verraten, dass du einen Sohn hast. Ja, ich war davon ausgegangen, dass du keinen... 26, dann bist du ja auch unter Umständen sehr bald Schwiegermutter. Ach nee, so wie der das handhabt, schätze ich mal, tobt der sich erstmal noch so ein paar Jährchen aus. Kann schneller kommen. Aber ich meine, du bist ja jetzt gut trainiert, ne? Und ich hoffe, dass... Ich meine, er hatte Freundinnen und feste Beziehungen. Ich hoffe, dass du eine bessere Schwiegermutter bist. Und ich halte mich da grundsätzlich raus. Also, was die machen, ist ihr Ding. Interessant wird es ja werden, wenn deine Schwiegertochter dann irgendwann mal schwanger wird, ob du die Hebamme sagen kannst. Wenn sie es will, ja. Wenn sie mir aber sagt, nein, sie möchte, was ich... dann akzeptiere ich das, weil ich auch zu meinem Sohn gesagt habe, ihr habt das Recht auf euer Leben, so wie ich mir mein Recht auch genommen habe. Klar. Und wenn die beiden zusammenleben wollen, dann ist deren Ehe. Da habe ich nichts drin also, verloren. Also ich bin sehr gespannt, was für eine Schwiegermutter die Frauke sein wird in ein paar Jahren. Ich hoffe, das dauert noch ein paar Jahre. Ich hoffe, dass mir das irgendjemand dann auch mal hier in der Sendung erzählt. Jetzt sag du mir doch bitte mal, 48 Jahre bist du alt, du bist Hebamme vom Beruf. Wie viele Kinder hast du schon zur Welt geholt? Zwischen 2500 und 3000. Was? Mein ältestes Kind, das ich geholt habe, ist jetzt 25. Das ist eine kleine Ortschaft, ist das ja. Ja, ich habe mein Traum, weil ich immer gesagt, wenn ich mal 80 bin, dann will ich die Westfalenhalle mieten und dann mal alle einladen. Du, das älteste ist, was warst du? 25, also ungefähr 9 Monate jünger als mein Sohn. Ich habe erst nach seiner Geburt Hebamme gelernt. Weißt du, wo dieses Kind, dieser junge Mensch sich aufhält, wo er lebt? Wer, meiner? Nee, das ist mir klar. Nein, der, den du zuerst geholt hast. Ja, ich schätze mal, er muss so im Dortmunder Bochumer Raum sein. Ich habe in Bochum gelernt. Man hat da keine Kontakte mehr. Nein, erste Zeit, die ersten Jahre habe ich auch noch Bochum. Mehr Jungs oder mehr Mädchen? Hä? Mehr Jungs oder mehr Mädchen geholt? Mehr Mädchen. Mehr Mädchen? Ja. Also im Ruhrgebiet kommen mehr Mädchen zur Welt. Ja, ich sehe das auch in meinen Gruppen. Es sind immer die Mädels in der Überzahl. Die müssen sich anstrengen. Ja, das glaube ich auch. Liebe Frauke, alles Gute. Einen Rat möchte ich noch geben, und zwar der Dame, die ich davor gehört habe. Das ist nämlich gerade dieses Paradebeispiel, die davor war, die ältere Dame. Die ältere Dame, Sabine, ja. Ja, die hat also zwei Fehler gemacht. Einmal möchte ich ihr sagen, mit dem, was mir mein Großvater schon vor vielen Jahren gesagt hat, man soll sich nicht eher ausziehen, bevor man ins Bett geht. Das ist sehr richtig, ja. Und wenn dieses mit der Schwiegertochter so ist, dann sollte sie sich da ganz, ganz schnell von abnabeln. Und trotzdem möchte ich der Frau auch mal den Rat geben, nicht nur die Fehler bei anderen suchen. Und das sage ich auch immer meinen Müttern. Ihr müsst nicht nur immer die Fehler bei den meistens gehören zwei dazu. Ja. Ne? Ja. So, ja. Liebe Frauke, alles Gute und auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. Simone, 43 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen.
Ja, ich habe so das Thema Schwiegermutter auch. Ich hatte 3,5 Jahre eine, ja, in Anführungszeichen, sehr, sehr liebe Schwiegermutter. Mhm. Ich muss wirklich sagen, in Anführungszeichen, weil sie war eine Mutter mit einer sehr nahen Beziehung zu meinem Lebenspartner. Mhm. Wir sind 14 Jahre auseinander, also Altersunterschied. Ich bin 14 Jahre älter, was so der erste Punkt war, der aber dann ganz schnell keine Rolle mehr spielte, weil ich so dem Bild der netten Schwiegertochter dann doch erstmal entsprach. Also warst du fast näher an der Schwiegermutter vom Alter als an deinem Freund? Ja. Ja, 8 Jahre näher an ihr, ja. Wir verstanden uns so auch ganz gut. Und was ich aber dann, Gott sei Dank, dank meiner Erfahrung, meines Alters, sehr schnell mitbekommen habe, dass sie mit ganz destruktiven Mitteln immer weiter um ihren Sohn gekämpft hat. Sie hat nie die Feen aus der Hand gelassen. Mit destruktiven Mitteln? Wie hast du das dann mitbekommen? Einfach durch, das ist eine Familie, die sehr so nach äußeren Sachen geht und materiellen Sachen. Mhm. Mein Lebenspartner ist ziemlich spät ins Berufsleben eingestiegen, das heißt finanziell zum Teil noch abhängig von den Eltern. Der Vater, der war dem nicht so zugeneigt, der hätte lieber den Hahn eher zugedreht, aber die Mama war da. Und über dieses Mittel, ich hatte, bin Floristin, also auch kein großes Gehalt, und über dieses Mittel hatte sie ihren Sohn natürlich auch so erzogen und somit auch dann immer in der Hand. Habe ich es nicht verstanden? Also sie hat destruktive Mittel angewandt, euch auseinanderzukriegen. Was hat sie gemacht? Nee, sie hat uns nicht auseinandergekriegt. Also, aber nee, das nicht, aber um so ein bisschen zu sticheln. Nee, auch nicht zu sticheln, einfach um die Kontrolle nicht zu verlieren. Ihr war es ganz wichtig, die Kontrolle zu behalten. Ach so, das heißt, Geld war eine Sache. Genau, es waren ja einfach Geld, materielle Sachen, Geschenke, Lebensstandard einfach bewahren. Ich fand das sehr, sehr angenehm. Hab da auch ziemlich lange mitgespielt, bis ich dann irgendwann das Ganze so ein bisschen durchschaut hat und fing dann natürlich auch an, mit meinem Lebenspartner so zu diskutieren über diese Abhängigkeit. Ist es denn dann auch mal irgendwann eskaliert, richtig? Hat es geknallt? Es hat geknallt, einmal, da konnte, also bin ich als Gewinner, was selten war, hervorgegangen, das war bei der Berufswahl meines Lebenspartners. Die Eltern haben ein Steuerberaterbüro und er sollte unbedingt Wirtschaftswissenschaften studieren. Ich würde sagen, er sollte Steuerberater werden. Er sollte das Büro irgendwann mal übernehmen, genau. Er ist auch brav auf die Uni gegangen, hat da seine Scheine mehr schlecht als recht gemacht und ich habe in der Beziehung gemerkt, wie er immer unglücklicher wurde. Was wollte er denn eigentlich von sich aus machen? Er hat nebenbei, also um dann auch sich noch ein bisschen Geld dazu zu verdienen, am Wochenende in einem Altersheim gearbeitet und hat gemerkt, dass ihm das irrsinnig Spaß macht und die Uni überhaupt nicht, dass das null sein Ding ist. Und da fing ich an, weil unsere Beziehung einfach drunter gelitten hat, unter diesem Uni-Stress den Eltern ständig ein Vormachen. Hat er denn das denn geschafft, sein eigenes Ding durchzuziehen? Dank meiner Hilfe dann, ja. Aber weißt du, wie sich das jetzt anhört? Das hört sich wirklich an wie der klassische Mamasohn, den du da an der Backe hattest. Ja, richtig. Ne? Und die Mama war wahrscheinlich dann provoziert, wenn sie merkte, dass du ihr das Wasser abgräbst. Ne? Ja, ist richtig. Aber das sind einfach, und ich denke, das ist eigentlich auch so mein Thema, die Männer, mit denen wir Frauen leben müssen. Also sage ich jetzt mal einfach diese neue Generation in Anführungszeichen auch. Frau hat meinen Partner ja erzogen und sie hat ihn im Grunde von klein auf. Aber Simone, was sind das wiederum auch für Frauen, sage ich jetzt mal auch mal kritisch vielleicht an dich, die sich solche Muttersöhnchen holen? Ist richtig, das ist, ja. Ja, nee, die Frage ist vollkommen richtig. Ja. Das stimmt. Ich mache ambulante Therapie im Moment, das ist eins meiner Themen. Also, zum Beispiel. Aber du bist ist schon richtig. Du bist das Muttersöhnchen aber los jetzt. Ich habe immer noch sehr guten Kontakt zu dem Muttersöhnchen und ich muss sagen, das Muttersöhnchen hat eine ganz gute Entwicklung gemacht. Na, ist doch wunderbar, sehr beruhigend für uns alle. Und such dir mal den nächsten richtigen Mann, Mensch, der mit beiden Beinen im Leben steht. Ich gebe mir Mühe. Ja, doch. Alles Gute und viel Glück, Simone. Ja, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. So, meine Lieben, das war die Sendung Schwiegermütter. Hier bei Domian. In der Technik war Annette Bastian. Morgen ist eine offene Telefon-Talkshow-Nacht und das heißt, dass ihr mich anrufen könnt, wenn ihr mit mir reden wollt, über alles Mögliche, über ernste, traurige Dinge, über Boris Becker, über Klatsch und Tratsch, was auch immer.
Ab 0 Uhr sind wir da. Um 1 Uhr, also ab 0 Uhr sind wir hier. Das heißt, ihr könnt anrufen. Und um 1 beginnt die Sendung hier im Radio, bei 1 live und im WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und sage ciao und bye bye. Bis morgen.